Ja, hallo Leute, hier ist der Feuerwerk-Channel und wie ihr vielleicht schon sehen könnt, gibt es heute mal von uns einen kleinen Böller-Test. Und zwar haben wir hier zwei Ausführungen der Superböller. Einmal die aktuellen von Komet und einmal etwas ältere Superböller 2 von Helios bzw. Veko, die schon etwa 2 bis 3 Jahre alt sind, das weiß ich nicht mehr genau. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Superböller 2 von Komet an. Gucken wir uns mal hier die Verpackung an. Hier oben sehen wir, dass die NEM 8 Gramm beträgt für 4 Stück. Natürlich Klasse 2. Ja, mit dem bekannten Label. Ja, sind auch recht groß. Machen wir sie mal auf. So, da haben wir mal einen. Der einzelne Böller hat eine NEM von 2 Gramm, logischerweise. Ja, braune Ringe. Vorne allerdings nicht zugestopft, hinten auch nicht. Das kann man jetzt nur leider schlecht erkennen. Ich hole mal die Lampe aus mir. Hier, da sieht man es besser. Nur noch eine Art Kleber hier vorne drauf. Naja, hier hinten recht weich. Vorne geht's. In der Mitte, ja, auch noch relativ hart. So, das war der Kometböller. Dann schauen wir uns mal den Superböller 2 von Helios an. Da haben wir einen normalen roten Böller, wie man es gewohnt ist. Hier gucken wir uns mal die NEM an. Die liegt bei 2,22 Gramm. Haben wir jetzt gar nicht gemacht. Hier machen wir die Rückseite. Natürlich auch Klasse 2. Hier die NEM 8,88 Gramm. Der Hersteller ist CD. Was direkt auffällt, ist die viel dickere Wandung. Das spürt man auch. Hier hinten auch noch recht hart, in der Mitte, oh ja, wesentlich härter als der von Komet. Ja, und das war's auch eigentlich schon. Und dann sind wir mal gespannt auf den Test und sehen uns gleich wieder. Bis dann. So, dann zünden wir jetzt mal den Veko-Böller zuerst. Und gucken mal, wie so der Knall ist. Extremst laut und wir zünden den Kometböller. Also das war echt heftig. Ach, hier regnet. Und den Kometböller. Der war auch nicht schlecht, aber ich meine, der Veko-Böller wäre ein bisschen kräftiger gewesen. So, das war's wieder für diese Woche. Wir hoffen, euch hat der Test gefallen und sehen uns dann wieder. Bis dann.